Wie kommt man als Lehrer auf die Idee zu kündigen und wie ist es getan zu haben? Heute spreche ich mit Uwe Sander, der nach 20 Jahren Lehrerdasein gekündigt hat. Warum er das getan hat und was er jetzt nach seiner Entlassung macht, erzählt er dir heute selber in diesem Video. Also ich fühle mich wirklich sehr gut. Es ist jetzt schon fast oder ziemlich genau ein Jahr her, dass ich die Kündigung abgegeben habe. Das war im März 2021. Ich habe mich davor bei dir schlau gemacht auf deinem Kanal. Ich habe mich auch von der Gewerkschaft ein Stück weit informieren lassen. Die konnten mir allerdings nur sehr bedingt helfen, weil anscheinend ist es doch etwas sehr Ungewöhnliches, dass ein Lehrer irgendwann mal auf die Idee kommt, etwas anderes machen zu wollen oder nicht mehr einfach so weitermachen zu wollen. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich kann mal mit meiner Gesundheit anfangen vielleicht. Das ist jetzt nicht so interessant, ich will auch nicht ins Detail gehen, aber ich hatte schon psychosomatische Beschwerden. Das war bei mir vor allem der Magen-Darm-Bereich. Es war mal sogar eine Diagnose von Morbus Crohn im Raum stehend aufgrund meiner Entzündungswerte. Ich habe das allerdings mit einer Nahrungsmittelumstellung sehr, sehr gut im Griff bekommen. Ich wollte einfach kein Cortison nehmen. Ich habe das nur einmal stoßweise gemacht. Und dann gleich so ein bisschen, ja, Nebenwirkungen. Das ist jetzt wirklich, also das klingt jetzt so ein bisschen so Wunderheilung. Nein, also es ist einfach so, mir geht es wirklich gesundheitlich gut. Ich fühle mich fast 10 Jahre jünger. Ich habe diese Magen-Darm-Probleme nicht. Ich habe kaum noch Spannungskopfschmerzen. Also nahezu gar nicht. Es gibt vielleicht alle 4, 5 Wochen mal einen Tag, an dem ich noch Kopfschmerzen habe. Aber früher war das wirklich so, ich musste dunkel machen. Mir war es schlecht. Ich hatte Schmerzen, die haben mir zum Teil den Schlaf geraubt. Also daran merke ich es überhaupt, Schlaf ist jetzt auch so ein Punkt, ja. Ich gehe ins Bett und ich schlafe einfach. Ich war bei meiner Osteopathin schon mehrfach, ich habe ein Schlaf- oder Nicht-Schlaf-Tagebuch geführt und natürlich habe ich das gar nicht so direkt im Kontext der Schule gesehen, aber weil ich doch so gerne eigentlich Lehrer war und das jahrzehntelang gemacht habe und gut gemacht habe und mit den Kindern einfach ein schönes Verhältnis habe und ich auch, sage ich mal, ein humorvoller Typ bin und mir auch was, wie alle anderen Lehrer ja wahrscheinlich auch, immer was einfallen lasse, es ein bisschen spannend machen möchte im Unterricht. Also wenn jetzt nicht gerade noch so eine Krise wäre auf der Welt und so weiter, die setzen wir natürlich schon jetzt auch, da bin ich schon empathisch, aber jetzt rein schulisch gesehen, zum Glück habe ich den Absprung geschafft, du, also ja. Da muss ich jetzt irgendwie versuchen, mich kurz zu fassen, also bremse mich, weil ich könnte jetzt wirklich ein Buch darüber schreiben. Also ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. Aber, nee, es ist wirklich unglaublich. Ich habe sehr, sehr schön gestartet. Ich hatte eine tolle Schulleiterin an meiner ersten Realschule, eine tolle Klasse, die hat auch mit mir von vornherein Gespräche geführt, wie mit den anderen Mitarbeitenden auch. So, was machst du gerne, was unterrichtest du gerne, was kannst du gerne, wo siehst du dich? Und dann hat sie ja auch am Anfang mir eine sehr liebenswerte Klasse, also man kann es schon, also hinter den Kulissen wird ja schon so ein bisschen, ja, die etwas Klassen, bei denen man halt vielleicht doch ein bisschen mehr pädagogische Erfahrung auch braucht. Nee, und ich bin da sehr schön reingerutscht, das war ganz toll, ich hatte einen sehr, sehr guten Arbeitsplatz und das war auch viele Jahre so, also wo ich mich auch schon sehr wohl gefühlt habe. Und dann hatten wir aber, und das ist jetzt ein bisschen auch eine länderspezifische Sache, ich schimpfe nicht gern über mein Bundesland Baden-Württemberg. Ich fühle mich hier an und für sich ganz wohl, eigentlich auch politisch gar nicht so schlecht regiert. Aber was im Kultusbereich verbockt worden ist, also das ist schrecklich und ich habe das volle Breitseite abbekommen. Also wir hatten schon, sage ich mal, relativ fortschrittliche Ideen angestellt, was auch Möglichkeiten der Beurteilung angeht, dass die Kinder praktisch auch ein bisschen mit uns gemeinsam als Lehrkräfte überlegen durften, wie können sie uns zeigen, was sie gelernt haben. Mhm. Das ist so ein Punkt, dann wurde aber gesagt, das wird alles jetzt zentral vorgegeben und es gibt praktisch, es müssen wieder Klassenarbeiten so und so viele geschrieben werden, diese anderen Formen der Leistungs
Beurteilung sind nicht mehr gewollt. Aber das war praktisch nur so einer von vielen Aspekten, was ganz krass war. Wir haben hier natürlich eine Flucht aus den Hauptschulen gehabt. Die Eltern wollten ihre Kinder nicht mehr an die Hauptschulen anmelden, obwohl es da funktionierende Systeme gab. Familiäre kleine Schulen, zum Teil mit nur 20, 15 Kindern in einer Jahrgangsstufe. Jeder kannte jeden und das hat doch familiäre Strukturen schaffen können. Und bei mir jetzt, ich bin in einem Stadtteil, also ich nenne jetzt nicht den Namen von der Schule, aber es ist ein Stadtteil, der ist bekannt dafür, dass es eben eine sehr, sehr hohe Dichte an sozial benachteiligten Kindern gibt. Und deswegen hatten wir in diesem Stadtteil damals eine Realschule, ein Gymnasium, drei Hauptschulen und eine Förderschule, also SBBZ sagt man dazu bei uns. Die wurden geschlossen, alle drei Hauptschulen. Alle drei Hauptschulen wurden fast, also innerhalb von wenigen Jahren, geschlossen bzw. nur noch als Grundschule weitergeführt. Mhm. Wo kommen die Kinder jetzt hin? Gute Frage. Genau, also unsere Schule ersetzt praktisch, ich könnte mir so trauen, ich bin drei Hauptschulen plus die ehemalige Realschule. Also Moloch beschreibt es. Mhm. Und was war die Folge? Wir haben natürlich große Klassen, aber in diesen großen Klassen sitzen Kinder, die benachteiligt sind, die Schwierigkeiten haben, die keine Eltern haben, die nach ihnen schauen können, die sie nicht unterstützen können, die dann auch psychische Schwierigkeiten haben, die angespannt sind, die aggressiv sind. Mhm. Und jetzt sind die 600-700 Stück davon in einem katastrophal ausgestatteten Altbau. Es ist wirklich schlimm. Es ist, also, boah, Horror. Jetzt geht es mir schon wieder gar nicht mehr so gut. Wenn ich mir das schon nur vorstelle, ich fühle mich schon schlecht, wenn ich mir nur vorstelle, was habe ich da eigentlich durchgemacht? Und dann natürlich, wer leitet dann so eine Schule? Ja, das ist natürlich schon einer mit einem eisernen Regiment. Und das heißt, ich hatte da auch keinen Spaß. Es war auch keine Atmosphäre, wo man jetzt irgendwie, sage ich mal, noch konstruktiv hätte arbeiten können, wie das jetzt weitergehen soll. Wir hatten Druck von oben, von der Kultusbürokratie. Wir sollten dann die Fächerverbünde mussten abgeschafft werden, dann wieder schön getaktet, Einzelstunden, Einzelunterricht. Also es ging immer weiter auseinander. Also die Bedürfnisse der Kinder, die Bedürfnisse von uns Lehrern und die Vorgaben von der Schulbürokratie, die waren in einem so eklatanten Missverhältnis. Oh, und jetzt kam noch dazu, Physiklehrer bin ich ja. Davon gibt es sehr, sehr wenig auch bei uns. Und deswegen war dann auch klar, wenn es keine Fächerverbünde gibt, dann geht der Herr Sander halt in unzählige Klassen, macht da seinen Physikunterricht. Diese unzähligen Klassen, die kenne ich gar nicht mehr richtig. Und gegipfelt hat es dann, als wäre das nicht alles schon schlimm genug, naja, wir haben einen hohen Krankheitsstand, es sind mehrere Lehrkräfte, junge Kolleginnen, nach wenigen Dienstjahren sind so gesundheitlich ramponiert worden, dass sie nicht mehr unterrichten konnten, die mussten in klinische Aufenthalte und dann mussten wir, weil wir durften keinen Unterricht ausfallen lassen, das ist die Vorgabe. So, ja, die werden alle krank, es ist so überlastet, die Klassen sind riesengroß, die Probleme eklatant, wir finden keine Lösung. Machen Sie mal und dann vertreten Sie, aber die Vertretungsstunden können Sie jetzt leider auch nicht mehr absetzen, da hat man neue Regelungen für gefunden. Und dann machen Sie bitte Parallelaufsicht, Herr Sander, und das war ständig. Parallelaufsicht. Das heißt, statt 28 Kinder im Physiksaal habe ich jetzt noch 27 nebendran im Chemiesaal. Und da frage ich mich heute, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich nicht remonstriert? Warum habe ich nicht gesagt, hey, ich kann das nicht, ich darf das gar nicht. Ja. Ich mache mich kaputt und ich gefährde die Kinder. Also wirklich ganz schrecklich. Und ich habe dann auch versucht, da rauszukommen. Ich war ja in der Lehrerfortbildung, das ging ja nicht in Corona-Zeiten. Die Stunden hätte ich dann auch noch nacharbeiten müssen, die mir eigentlich für die Lehrerfortbildungen angerechnet worden sind. Ich war auch Dozent Abgeordneter an die Pädagogische Hochschule. Das konnte auch nicht mehr verlängert werden. Man lässt die Lehrer nicht zu lange
woanders hin, weil man Angst hat, man kriegt sie da nicht mehr. Ich hätte mich auch von der Schule nicht wegversetzen können, weil man einfach gesagt hätte, sie sind Physiklehrer. Wenn der Schulleiter nicht hinten unterschreibt, dienstlich möglich, bleiben sie bis ans Ende ihrer Tage. Und also, das heißt, da war schon wirklich so viel Druck im Kessel. Dann auch noch diese Gedanken an, ich darf gar nicht mehr in Teilzeit arbeiten, wenn meine Kinder jetzt volljährig werden, weil man ja auch dieses Recht jetzt genommen bekommen hat. Sabbatjahre gehen nicht mehr wie bisher frei wählbar. Pädagogische Freiräume massiv beschnitten. Also der Wunsch war wirklich nur noch weg, weg, weg. Und ich, es war eher die Frage, wie komme ich da raus? Und ich habe mir natürlich da schon im Vorfeld auch einen Plan überlegt, dass ich gesagt habe, ich muss natürlich mich irgendwo auch ein bisschen finanziell unabhängig machen. Ich muss da ein bisschen was ansparen. Und das war der eine Bereich. Und das andere war auch so ein bisschen die Überlegung, was könnte ich denn dann machen, wenn ich mal nicht mehr als Lehrer arbeiten möchte? Zumindest nicht in dieser Struktur, in dem Maße so. Also ich halte es ja gar nicht für ausgeschlossen, dass ich tatsächlich auch in 1, 2, 3 Jahren irgendwo wieder als Lehrer arbeite, aber ganz sicher nicht verbeamtet und ganz sicher nicht in diesem System. Ja. Schon Angst am Anfang, ganz klar, Angst vor Veränderung. Ich hatte es so bequem, ich hatte es so gemütlich. Ja. Ich bin ja auch Familienpapa, ich habe ja auch Kinder, ich habe eine Verantwortung, ich kann nicht nur an mich denken. Aber ich habe auch immer umgekehrt gesagt, was haben denn die Kinder von dem zerschredderten Papa? Also der muss ja auch irgendwie psychisch noch stabil bleiben. Und ich bin ja nicht nur der Geldesel. Also ich habe ja auch ganz andere Aufgaben als Familienvater und den werde ich mir jetzt, und es ist wirklich schön, mein Sohn ist jetzt 14, ich meine, der braucht mich viel mehr, als er sagt. Und das merke ich natürlich auch erst, weil wenn ich sage, so sollen wir zusammen Tischtennis spielen, nö, kein Bock. Aber das ist jetzt einfach anders, weil jetzt habe ich einfach viel mehr Zeit. Und also das ist jetzt schon so auch ein weiterer positiver Aspekt. Aber um nochmal bei den Gefühlen an sich zu bleiben. Also ich hatte schon diese Angst. Das war tatsächlich in manchen Phasen auch nochmal ein Problem, was auch auf die Schlafqualität rückgeht. Also es war schon immer, ich bin ja gar nicht mehr da. Und meine ganzen lieben Kinder und meine, ich hab ja auch Freundschaften im Kollegium und da sind ja auch tolle Menschen und das alles so, boah, ist jetzt alles weg. Das ist schon gruselig erstmal. Mhm. Aber der Frust war ja auch schon sehr tief sitzend. Also aus dem Frust wurde jetzt so Angst. Da hat mir das übrigens auch sehr geholfen. Also ich denke, Informationen zu finden ist auch schon schwer. Aber ich sage mal, so emotional sich nicht so alleingelassen zu fühlen, da fand ich das schon auch sehr hilfreich, wenn ich da, ich habe dann schon häufig so Videos von dir auch angeschaut. Und es hat mir hat dann immer so bisschen wieder, ach nee, aber Freiheit ist doch verhandelbar. Also das ist doch so grundlegend. Und warum denke ich so viel über Geld und über, ja, natürlich irgendwie ganz blauäugig will man ja nicht reingehen. Und ich bin als Mathelehrer natürlich auch ja jemand, der rechnet, was kostet mich das eigentlich, wenn ich jetzt praktisch welche Pensionseinbußen und wie viel PVK, Krankenkasse muss ich dann noch zahlen im Vergleich zu. Also das habe ich dann schon einfach auch mal alles so durchgespielt. Aber was dann schon war, der nächste Schritt irgendwie, war dann doch so ein Trauergefühl. Also wirklich dieses, ich habe dann gemerkt, ich würde mal sagen, wenn ich es zeitlich so einordne, diese Veränderungsangst, das war so vor allem, bis ich dann mal den Antrag abgegeben habe. Vor ziemlich genau einem Jahr, als ich es dann gemacht habe, war schon besser. Also wirklich, die schlimmste Phase war, soll ich es wirklich tun? Ja. Als ich dann gesagt habe, ja, ich tue es und dann es gemacht habe, oh, dann war ich schon auch stolz. Jetzt hast du endlich mal ganz massiv für nachhaltig, für eine Verbesserung deiner Lebensbedingungen gesorgt und dich getraut. Ja, die Frage war natürlich, was machst du jetzt? Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, was kann ich denn? Es ist jetzt nicht so, dass alle auf mich praktisch warten, so jetzt kommt der Herr Sander, yeah. Klar, diesen Traum ausgeträumt würde ich nicht ausschließen, weil ich ja mir schon vorstellen kann und das jetzt auch
Ich habe da jetzt gar keine Eile. Wenn ich eine Schule fände, die mir vom Pädagogen, also ich würde jetzt sogar mal so bescheiden sein, die überhaupt ein pädagogisches Konzept hat, was den Namen auch verdient hat. Also ich meine, klar, jede Schule hat ihre Leitbilder, aber das ist zum Teil ein Riesenschmarrn. Und wenn man dann guckt, militärischer Drill und keiner fühlt sich irgendwo willkommen oder wohl. Also so. Aber ich habe auch schon, ich habe Exkursionen und so, ich war schon an Schulen, ich habe Schulen gesehen, auch in Deutschland sogar, die sind durchaus so, da würde ich mir da auch vorstellen können, zu arbeiten. Wenn sich das ergibt, warum nicht? Aber das ist jetzt nicht gerade mein unmittelbar bevorstehender Schritt. Jetzt, dann habe ich gesagt, ja gut, ich bin ja so im Bereich Wirtschaftslehre auch kommen, da doziere ich ja eben auch. Und dann schreibe ich da auch ein Buch. Ich habe mir in den Jahren, in denen ich mir Kapital aufgebaut habe, eben auch im Bereich so Börse Kompetenzen zugelegt. Und gehe da auch ein bisschen in die Fußstapfen von meiner Mutter, die war da sehr bekannt und führe praktisch da auch ein bisschen diesen Bereich fort. Und das ist jetzt, sage ich mal, etwas, was mir den Übergang natürlich auch ein bisschen leichter macht. Aber jetzt Umfeld, naja, also klar, man hat ja als Lehrer auch schon durch diese vielen Urlaub und Ferien, du hast natürlich dann häufig auch Freunde, Bekannte, andere Familien, die halt auch, bei denen zumindest einer oft dann auch als Lehrer arbeitet. Und ja, das ist dann schon so eine, auch ein bisschen so ein bestimmtes, ja, wie soll man sagen, so politisch so eher doch ein bisschen alternativ und eher so ein bisschen sozial ausgerichtet, ja. Und wenn ich da jetzt komme und sage schon nur Börse oder Aktien oder selbstständig, oh Gott, Lindner, und bist du jetzt so einer und Neoliberaler und Kapitalist? Und, also ganz ehrlich, ich hatte eine ehemalige Freundin, eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die wusste ich Webdesign, und habe ich gesagt, jetzt pass auf, ich brauche eine Homepage, ich kann sowas nicht. Hat sie gesagt, ja gerne, worum geht's denn? Habe ich gesagt, ja, ich mache jetzt hier Wirtschaft. Und so, was machst du? Und dann hat sie gesagt, nach Rücksprache mit ihrer Organisation, nö, die machen sowas unterstützen wir nicht. Ich sage, nee, jetzt im Ernst, du gehst das ab, du machst das nicht? Ich sage, ja, sie kann mir schon ein bisschen helfen, aber es geht halt nicht offiziell, weil sie haben das in ihrem, ja, da will einer eine Kapitalisten sein. Ich sage, nein, ich bin doch ganz, ich will doch nicht Börse irgendwie, ich kaufe doch jetzt keine Aktien von irgendwelchen Schrottunternehmen, die jetzt irgendwie, ich bin da eher so, ja, nachhaltiger Schwerpunkt, und es gibt auch im ökologischen Bereich viele gute Möglichkeiten, auch was Gutes zu tun letztlich mit dem Investment. Aber das war dann schon auch, boah, dass ich mir sowas mal anhören muss. Ich war früher auch schon, ja, politisch wirklich auch aktiv und natürlich jetzt ganz sicher nicht im Bereich Kapitalismus. Ich habe dann auch eher gesagt, es geht doch nicht um Kapitalismus, es geht doch eher um wirklich die Freiheit, diese FIRE-Bewegung, Financial Independence, Retire Early. Also das war so, ja, auch ein bisschen Frugalismus, dieses, ich brauche doch nicht immer Konsum, Konsum, Konsum. Ich habe auch nie voll gearbeitet, jetzt hätte ich es ja müssen, ja, selbst mit Kindern. Und ich habe gesagt, nein, Geld ist nicht alles. Ich brauche doch schon nachdem ich Studierender war und als Referendar habe ich in einer WG gewohnt mit 4 Leuten zusammen, und das war super. Und ich habe gesagt, warum brauche ich eine Wohnung, warum brauche ich irgendein tolles Auto, das ist doch gar nicht wichtig. Ja? Mir geht es jetzt als Lehrer von der Alimentierung ja eigentlich ganz gut. Ich will mir gar nicht irgendwie das so angewöhnen, ja, das so rauszuhauen. Also das war jetzt mal so das Umfeld, so und so. Ne? Also ich würde mal sagen, 2/3 waren sehr kritisch und wollten mit mir über die Dinge dann auch gar nicht reden, so nach dem Motto, du bist ja jetzt so Verräter. Und 1/3 war dann schon eher so ein, oh, echt cool, und das klingt ja schon echt spannend. Und ich meine auch so jetzt im Laufe der Zeit sind doch auch noch ein paar so umgeschwenkt, also im positiven Sinne, die mich jetzt doch schon ein bisschen besser verstehen. Und ich meine, man hat halt oft auch so Vorurteile in allen Bereichen, und das geht eben auch so rum, ja. Ja, viel.
tatsächlich viel. Also ich glaube, ich arbeite gar nicht so arg viel weniger, aber es fühlt sich halt ganz anders an, weil es ja vollkommen eigenverantwortlich ist. Also zunächst mal mache ich auch ein paar Dinge weiter. Ja, ich bin jetzt immer noch an der pädagogischen Hochschule, jetzt halt als Honorarkraft. Also da fühle ich mich schon übel ausgebeutet. Also das ist echt krass. Also es ist unverschämt, muss ich einfach auch sagen, unverschämt, wie schlecht man da bezahlt wird. Also wenn ich jetzt praktisch so viel Seminare ausbrächte wie einen Vollzeitprofessor, dann käme ich monatlich auf vielleicht so 1700, 1800 brutto. Das ist unfassbar wenig. Ja. Von daher mache ich das jetzt auch gar nicht in erster Linie jetzt als Gelderwerb, sondern tatsächlich, weil ich mir die Expertise auch noch aufrechterhalten will, weil ich es auch einfach gerne mache. Ich habe jetzt einfach das Recht, auch mal machen zu dürfen, was ich gerne mache. Ich arbeite gerne mit Studierenden, das hatte ich immer schon gern gemacht. Kann auch sein, ich würde auch das nicht ausschließen, dass wenn da mal so eine befristete Anstellung in Frage käme, ja, ich möchte es jetzt nicht mich wieder irgendwo in eine neue Abhängigkeit begeben. Das wäre für mich immer das Erste. Es muss zeitlich befristet sein, 1, 2, 3 Jahre. So würde ich es auch mit dem Lehrerberuf jetzt handhaben. Dann wäre das auch denkbar. Ja, und dann Volkshochschule. Da sind die Konditionen auch ähnlich schlecht, aber auch das eine tolle Sache. Mache ich jetzt auch Online-Kurse. Und dann habe ich eben jetzt auch tatsächlich schriftstellerisch, also ich hab ein Buch geschrieben, über, das ist noch eins, das hatte meine Mutter vor ihrem Tod so halb fertig, ich habe es dann fertig geschrieben, aber natürlich mit dem Ansinnen dann auch ein eigenes zu schreiben, das ist witzig, dass wir heute miteinander sprechen, weil das habe ich jetzt gerade in der Rohfassung vor wenigen Tagen an den Verlag geschickt und das wird am 12. Mai wird es erscheinen. Und das heißt, mein Geld, mein Plan, mein Leben. Ja, cool. Und dann eben, wie man mit Aktien reich und jetzt kommt ein ganz wichtiger Begriff, zufrieden werden kann. Also mir geht es eben nicht um irgendwie Kapital anhäufen als Selbstzweck, sondern tatsächlich hat es mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun. Und wenn ich nicht schon vor vielen Jahren angefangen hätte, einerseits enthaltsam ein Stück weit zu leben, also frugal ein Stück weit zu leben, mich an den kleinen Dingen zu freuen, Campingurlaub zu machen statt Hotel zu Urlaub, Bodensee statt Thailand, dann hätte ich dieses Kapital nicht anhäufen können. Jetzt kam natürlich durch die Erbschaft auch noch mal ein bisschen was, aber ich bin ja auch nicht der Einzige. Ich habe jetzt mal im Umfeld, kriege ich jetzt immer Anfragen, ich habe geerbt, ja, was soll ich jetzt machen? Und klar, das ist sehr ungerecht und ungleich verteilt, aber bei mir war es jetzt auch nicht so viel, dass ich jetzt hätte sagen können, ich mache jetzt gar nichts mehr. Also ich muss schon ein bisschen gucken. Hätte ich diese Erbschaft nicht gehabt, hatte ich es mir ja schon so vorberechnet, dann wäre ich aber spätestens in 6 oder 7 Jahren auch raus. Also wirklich sehr, also das sage ich jetzt nicht, ich kriege dafür auch nichts. Wir sind beide ganz frei, wir können jetzt alles sagen, ganz ehrlich. Nee, wirklich enorm. Also ich habe es vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, ja. Also beispielsweise, ja, Begriff Altersgeld. Ich bin ja jetzt, vorhin habe ich so viel geschumpfen, jetzt muss ich mal hier wieder tok. Altersgeld, also wenn es das jetzt hier nicht gäbe, und es gibt es ja, glaube ich, nur in 3, 4, du hast es in deinem Kurs genau beschrieben, wenn man jetzt in so einem Bundesland lebt, in dem es das gibt, das ist schon etwas, das die Entscheidung massiv erleichtert. Denn ich sag dir, ich kipp selten vom Stuhl. Aber ich bin wirklich, ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich es ausdrücke, ich bin wirklich vom Stuhl gefahren, als ich gesehen habe, was ich dann doch Altersgeld bekommen werde. Also das ist enorm viel. Es ist, ich meine, klar, aber ich habe ja auch 25 Jahre fast gearbeitet. Und zwar jetzt nicht voll, aber doch 80, 85%. Also immer so ein Ticken unter voll. Ja. Da ist was zusammengekommen und das ist schon brutal. Das kriege ich erst mit 67, das weiß ich. Und deswegen, aber das war für meine finanzielle Berechnung, war das natürlich ein Träumchen, weil ich dann schon mal wusste, also ich kenne ja so Kollegen, die sagen, ich kann gar nicht reduzieren in Teilzeit, weil ich habe ja noch Kinder und die studieren dann und dann habe ich ja so hohe Abzüge und dann denke ich, hey, guck dich doch mal an, du bist kurz vorm Durchdrehen und jetzt machst du dir da Gedanken, dass du in
15 Jahren vielleicht, wenn du es dann überhaupt erlebst mit guter Gesundheit, sage ich jetzt mal so vorsichtig, vielleicht ein paar Euro weniger hast. Also ich bin sowieso nicht mehr so gutgläubig, dass mir das dann in der Form auch wirklich so bekommen werden können, in Anführungsstrichen, mal so dahingestellt. Ja. Aber rein, wie das jetzt auf dem Papier ausschaut, also da muss ich mir jetzt schon mal keine Gedanken machen. Ich muss jetzt einfach schauen, wie ich die Zeit bis 67 nutze, genau. Das ist ein bisschen Risiko, weil ich habe jetzt natürlich auch nicht mehr diese Berufsunfähigkeitsabsicherung, weil ich mir jetzt auch, hat meine Mutter mir damals schon gesagt, mit über 50 brauchst du das nicht mehr machen, weil das Geld, das legst du dann besser sinnvoll an und gibst nicht in Versicherung. Dann sorgst du selber vor und das mache ich auch. Und ja, also ganz wichtig war die Unterstützung natürlich neben diesen inhaltlichen Dingen. Und das hast du ja sehr, sehr, also wirklich gut unterteilt in den verschiedenen Clips. Und da gibt es auch, also ich kenne keine Alternative zu dir übrigens da. Also da gibt es sonst nichts. Also ich kann das GEW-Jahrbuch durchblättern, da finde ich nicht viel. Ich kann beim Personalrat anrufen, die sagen mir ein paar nette Sachen, aber letztlich wissen die auch sehr wenig natürlich. Das ist nicht ihr Aufgabenschwerpunkt. Ja. Aber ich sage mal, das Wichtigste war nicht die Information, sondern das Wichtigste war tatsächlich dieses echte, man spricht mit dir, man hört dich und man merkt es so wie, man merkt, dass du als Lehrkraft gearbeitet hast, du diese ganzen Abgründe auch gesehen hast und dass du jetzt praktisch in einem anderen Universum bist. Du hast dich befreit und das ist einfach, das ist sowas, ja, das ist eine Urkraft praktisch. Das ist was, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist tatsächlich in erster Linie deswegen für mich auch diese emotionale Unterstützung gewesen. Und ich kann jetzt da auch noch ein Beispiel nennen, wenn es dann tatsächlich so, ja, Phasen, so Stimmungen gab, dass ich eher wieder bedächtig, nachdenklich, traurig, vielleicht auch ein bisschen verunsichert war und habe dann einfach nochmal mir da einen Clip angehört und du machst ja auch immer viele neue und das war dann einfach auch wieder so eine, ach ja, nee, genau, das ist die richtige Einstellung, da muss ich mich jetzt einfach nochmal dran orientieren und einfach dieses losgelassen haben und sich dabei gut fühlen, einfach das so ein bisschen mit einzuhauchen und einzusaugen. Und das war tatsächlich eine ganz, ganz große Hilfe. Ich war ja verbeamtet und ich denke schon, ich habe auch besprochen, es gibt viele Vor- und Nachteile, das muss jeder für sich überlegen. Aber ganz wichtig ist für mich irgendwie auch die Stelle, wenn man also praktisch so neu reingeht in den Beruf, man sitzt vielleicht gerade im Referendariat, ist vielleicht noch in der Probezeit. Natürlich, Verbeamtung hat schon viele Vorteile. Man muss sich aber durchaus klar machen, das Leben ist, du sagst, schön, es ist bunt, es ist aber auch leider ziemlich kurz. Und man sollte nicht zu sehr die Gedanken irgendwie, meine ich, Anführungsstrichen, verschwenden, was dann in 50 Jahren vielleicht mal kommen könnte. Die Art und Weise, wie ich in meinen Beruf reingehe, das ist die Gegenwart. Und als Lehrer ist die Gegenwart an der Schule Jahrzehnte. Ja? Also ich habe auch mal zu einem Schüler gesagt, ja, ihr seid nachher in einer Stunde draußen, ich mache das hier noch 40 Jahre. Deswegen habe ich da einfach auch einen anderen Lärmlevel zum Beispiel. Aber dass man da wirklich das sich auch ein Stück weit sich davon befreit, also diese finanziellen Aspekte, die spielen ja schon eine Rolle für die Lebensplanung, aber die würde ich nicht zu hoch hängen und ich würde im Gegenbeispiel dazu Freiheit und diese Möglichkeit, sich noch irgendwo was offen zu halten, doch auch jetzt rückblickend mehr Raum geben wollen und von daher tatsächlich meine ich, das wäre, wenn es meine Tochter Lehrerin werden würde, ich würde sie entscheiden lassen und ich würde sie aber schon noch mal fragen, ist es nicht doch vielleicht gerade unter diesen Aspekten nicht doch auch wichtig, noch mal zu überlegen, was wären die Vorteile von einer Anstellung und einer gesetzlichen Versicherung, die man ja dann privat entsprechend noch ergänzen kann. Ne? Wie gesagt, ja. Das ist noch so als Letzter, ansonsten habe ich ja alles schon deutlich, deutlich auch ausgedrückt. Das ganze Gespräch mit Uwe kannst du dir als Podcast-Folge anhören. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und auch die Links zu Uwe findest du dort. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und freue mich natürlich sehr, wenn wir uns in einem der Videos wiedersehen. Bis dahin, ciao.